Carsten Weber ist der neue Head Coach der Acyndia Cardinals. Erstmal herzlich willkommen in Essen, aber so richtig neu in Essen bist du nicht, oder? Vielleicht mal ein bisschen was zu deiner Person. Nee, ich bin nicht ganz neu. Also ich war 1996, 97 war ich in Essen als Spieler. Damals, wo wir versucht haben, von der dritten Liga in die zweite aufzusteigen. Und das war auch so mit so einem Antrieb, an die guten Zeiten in Essen wieder zu denken. Und so bin ich halt auf den Gedanken gekommen, wieder nach Essen zu kommen. Das hat dann ja Gott sei Dank geklappt. Und jetzt darf ich als Head Coach die Gesamtgeschicke der Mannschaft sozusagen in die Hand nehmen. Ja. Hey, seid schon seit einigen Tagen jetzt im Training. Wie ist es bis jetzt gelaufen? Ganz gut eigentlich. Wir haben angefangen mit einem relativ kleinen Kader, sind jetzt so ungefähr bei 52 Spielern insgesamt, natürlich auch sehr viel Neue darunter. Was ich an sich aber nicht schlimm finde, das bringt so einen neuen Schwung in die Mannschaft und auch eine ganz neue Situation. Müssen natürlich lernen, das versuchen wir gerade alles beizubringen, und an sich haben wir einen ganz guten Weg beschritten. Die ersten Sachen sind wunderbar eingebaut worden, also von Spielsystemen her, Spielzügen und so, sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ja, wie sieht's aus im Kader selbst? Spieler geblieben, neue Spieler da? Wie kennst du schon die Leute sehr gut mittlerweile, oder hast du auch jemanden mitgebracht, oder wie sieht's da aus? Da ich hauptsächlich im Süden tätig gewesen bin, habe ich jetzt keinen persönlich mitgebracht. Gott sei Dank ist der Thorsten Rodrich wieder gekommen von den Düsseldorf Panthern. Für uns eine sehr gute Verstärkung, sehr wichtig auf der Defense Line. Geblieben sind der Fabian Schorn und der Patrick Klein. Der Fabian Schorn als Quarterback, eins mit der besten deutschen Talente, die wir überhaupt haben, meiner Meinung nach. Und da bin ich sehr glücklich, dass er geblieben ist. Auch gerne geblieben ist, obwohl er letztes Jahr nicht viel Erfolg haben durfte. Der Patrick Klein ist ein sehr guter Receiver, hat 4 Jahre auf dem US-College gespielt und einer mit unserer besten Spieler, die wir, glaube ich, insgesamt haben. Das sind schon mal so 3 Stützen. Wir haben natürlich andere Spieler noch, Martin Golab, Markus Patschke als Linebacker. Es gibt sehr viele, die geblieben sind trotzdem, und junges Blut aus der Jugend hochgekommen, die einen hoffnungsvoll stimmen, dass es doch vielleicht positiv sein wird. Ja, etwas noch zum neuen Head Coach. Wie beschreibst du dich selber als Coach? Schwierig. Wie soll ich das sagen? Wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, ist wahrscheinlich zu emotional, also ausgeglichen als früher. Natürlich schon ein professionelles Grundgedanken. Also ich habe immer dieses Mantra zu sagen, wir wollen so professionell, wie es geht, nur also möglich trainieren, wie es geht. So professionell, wie es überhaupt nur geht. Allerdings immer mit dem Hintergrund, wir sind eine Amateurmannschaft, schließt aber trotzdem nicht aus, dass wir hart und vernünftig arbeiten wollen. Also der Spaß hat natürlich auch einen Hintergrund, aber ich denke, erst kommt mal die harte Arbeit. Gut, das erste Spiel ist wann? Am 14.04. in Dortmund gegen die Dortmund Giants ist der Saisoneröffnungsspiel auswärts. Da hoffen wir uns natürlich vernünftig gut vorbereitet reinzugehen. Das nächste wäre dann schon am 20.04. gegen zu Hause, das erste Heimspiel dann 17 Uhr am Samstag, 20.04. Gegen Bochum. 2 Derbys gleich am Anfang, gleich intensiv und sehr physisch wahrscheinlich. Und wir hoffen, wir können die Trendwende gleich einleiten im ersten Spiel, sodass wir von den Niederlagen wegkommen und mehr Spiele gewinnen. Ja, dann wünsche ich dir und deinem Team auf jeden Fall viel Glück für die Saison, und wir werden natürlich bei den Spielen noch dabei sein. Wunderbar, vielen Dank. Danke euch, dass ihr da wart.